Der Faktist, präsentiert von Johnson & Johnson. Zusammen für eine gesunde Schweiz. Vor einer Woche habe ich hier über die falsche Ausgewogenheit in den Medien berichtet. Und da kam auch Nobelpreisträger Michael Levitt zur Sprache, der, obschon er nichts davon versteht, sich zur Corona-Pandemie geäußert hat. Michael Levitt leidet an der sogenannten Nobel-Krankheit. Wobei, eine eigentliche Krankheit ist die Noble Disease nicht wirklich, aber ein Phänomen. Und Michael Levitt ist auch nicht der Erste, der daran leidet. Schon vor ihm haben einige Nobelpreisträger ziemlich seltsame Dinge verkündet. Meistens in fortgeschrittenem Alter, aber nicht nur. Der Effekt wird in der Fachliteratur darauf zurückgeführt, dass sich Nobelpreisträger durch ihre Auszeichnung dazu bemächtigt fühlen, sich auch zu Dingen zu äußern, die außerhalb ihres Fachbereichs liegen. Und wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass sie ihren Nobelpreis erhalten haben, weil sie ja gerade eine besonders unkonventionelle Art haben, die Dinge anzugehen. Einer der frühesten belegten solcher Fälle ist Nobelpreisträger Pierre Curie, der 1903 zusammen mit seiner Frau Marie Curie den Nobelpreis erhalten hat für die Entdeckung der Radioaktivität. In späteren Jahren ging er öfters an sogenannten Seancen, wo man nur mit der Kraft der Gedanken Dinge in die Höhe hebt. Über solche Dinge kann man natürlich lächeln, denn schließlich ist es ja auch Privatsache, wenn sich an sich gescheite Herren im Alter mit Unsinn befassen. Aber gefährlich wird es, wenn sich diese Würdenträger mit Fragen der öffentlichen Gesundheit auseinandersetzen. Ein Beispiel ist Linus Pauling. Er gewann 1954 den Nobelpreis für Chemie. Später hat er behauptet, dass Vitamin C in hohen Dosen die Wahrscheinlichkeit und die Schwere von Erkältungen reduziert. Er selbst hat Vitamin C in Unmengen zu sich genommen. Er hat das 120-fache der empfohlenen Tagesdosis an Vitamin C geschluckt. Heute wissen wir, dass Vitamin C im Übermaß nicht vor Erkältungen schützt, weil ein Übermaß an wasserlöslichen Vitaminen wird einfach im Urin ausgeschieden. Trotzdem sind Vitamin C-Präparate ein großes Geschäft im Kampf gegen Erkältungen. Und während der Pandemie wurde es auch gelegentlich als Mittel gegen Covid-19 empfohlen. Immerhin hat Linus Pauling sich auch vehement gegen Atomwaffen eingesetzt und später dafür sogar den Friedensnobelpreis erhalten. Doch zurück zu Covid-19. Ausgerechnet der Mann, der die Polymerase-Kettenreaktion, also den PCR, entwickelt hat, das ist der Test, mit dem man heute das SARS-CoV-2-Virus identifiziert. Der Mann hieß Cary Mullis. Ausgerechnet dieser Mann hat später unglaublichen Unsinn zu virologischen Fragen erzählt. Er hat behauptet, dass das HI-Virus nicht AIDS auslöse, obschon er dazu nie geforscht hat. Und wenn sich natürlich Leute jetzt zu so Präventionsmaßnahmen äußern, falsch äußern, dann wird es definitiv gefährlich. Wie durchgeknallt Mullis war, das zeigt auch die Tatsache, dass er später den Einfluss des Menschen auf die Klimaerwärmung ausgeschlagen hat. Vom HIV-Leugner zu dem Mann, der das HIV-Virus entdeckt hat. Luc Montagnier, Nobelpreisträger, hat nur ein Jahr nach dem Gewinn des Nobelpreises behauptet, dass das Wasser ein Gedächtnis habe. Es könne sich an die Erbsubstanz von pathogenen Bakterien und Viren erinnern, auch wenn in der Lösung überhaupt nichts mehr von dieser DNA ist. Und mit diesem Wassergedächtnis rückt der Nobelpreisträger natürlich gefährlich nahe an die pseudowissenschaftliche Erklärung für Homöopathie. Später hat er dann auch behauptet, dass Impfstoffe Autismus auslösen können. Mit dem Thema Autismus ist auch der Holländer Nicolas Tinbergen abgestürzt. Er hat 1973 zusammen mit Konrad Lorenz und Karl von Frisch für ihre Entdeckungen im Bereich des Tierverhaltens einen Nobelpreis erhalten. Und
Tinbergen gilt wahrscheinlich als der Mann, der zwischen Nobelpreis und Unsinn die kürzeste Zeit hatte. Nämlich schon in der Dankesrede zu seinem Nobelpreis hat er behauptet, Autismus sei darauf zurückzuführen, dass die Mutter ihr Kind zu wenig liebt. Diese unsinnige, nicht belegbare Aussage hat ihm tatsächlich die wissenschaftliche Karriere gekostet. Und dann gibt es unter den noblen Laureaten auch noch die Rassisten. Ausgerechnet der Mann, der die chemische Struktur unserer Erbmasse, der DNA, aufgeklärt hat, James Watson, der zusammen mit Francis Crick und Maurice Wilkins im Jahr 1962 den Nobelpreis erhalten hat, hat später eine Verbindung zwischen der Genetik und Dingen wie Intelligenz hergestellt. Er hat zum Beispiel behauptet, Juden seien prinzipiell intelligent, Schwarze seien nicht intelligent. Chinesen seien intelligent, aber nicht kreativ. Über Latinos hat er gesagt, sie seien sexuell stärker, weil sie eine dunkle Haut hätten. Er hat immer an diesen Aussagen festgehalten. Aber er ist nicht der einzige Rassist unter den Nobelpreisträgern. An der Liste der Abgestürzten fällt auf, dass kein Schweizer darunter ist, obschon die Schweiz gemessen an der Größe der Bevölkerung überdurchschnittlich viele Nobelpreisträger zu verzeichnen hat. Allerdings fällt in den letzten Jahren ein Schweizer Nobelpreisträger auf, der sich mit pointierten Äußerungen in der Öffentlichkeit bemerkbar macht. Jacques Dubosche von der Universität Lausanne. Er hat im Jahr 2017 den Nobelpreis für Chemie erhalten, dafür, dass er das Verfahren der Kryoelektronenmikroskopie entwickelt hat. Dubosche äußert sich in den letzten Jahren stark zu politischen Themen. Insbesondere unterstützt er die Klimajugend. Dies tut er jedoch, wie er selbst sagt, als Bürger mit einer politischen Meinung. Und er verbreitet keine falschen Behauptungen zum Thema Klimawandel. Unklar oder ungeklärt ist, ob Nobelpreisträger anfälliger sind als andere Wissenschaftler, mit der Zeit ins Irrationale abzugleiten. Ich glaube, eher nicht. Aber was wir aus der Nobel Disease lernen, ist Folgendes. Erstens, eine hohe Intelligenz, und die ist sicher die Voraussetzung für den Gewinn eines Nobelpreises, die schützt nicht vor Irrationalität. Und zweitens, wer auf einem Gebiet eine Autorität ist, eine Kapazität, der ist nicht zwingend auf einem anderen Gebiet ebenfalls eine Autorität.